Willkommen zurück beim Arbeitsamt. Ja, dann hat es leider nicht sein sollen. Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten in der dritten Liga, die letztendlich zum Aufstieg in die zweite Liga führten, haben sie alle gesehen, was passiert ist. Die Hinrunde war zu schlecht. Das Gepäck, was wir von der Hinrunde mit uns rumschleppten, das war zu schwer, sodass man mich jetzt kurz vor Ende der Saison dann doch rausgeschmissen hat. Ja, schade, ich kann mir nur an die eigene Nase fassen, finde aber auch dennoch, wenn man mich rausschmeißen wollte, dann hätte man das zur Winterpause tun können. Die Hinrunde war katastrophal, die Rückrunde war soweit ja eigentlich ganz gut. Ja, aber ich kann das natürlich auch andererseits direkt absolut nachvollziehen, dass man als existenzbedrohter Verein dann kurz vor Schluss dann nochmal was anderes probieren möchte und jetzt nochmal diese Patrone, einer dieser letzten Patronen abfeuern möchte, um mit dem anderen Trainer vielleicht noch zu schauen. Ich bin sicher, wir hätten es geschafft mit dem Klassenerhalt, weil die Rückrunde eigentlich gut war. Wir hätten noch gegen Endspiele gegen Paderborn und den HSV gehabt. Aber hätte, wenn und aber. Ich muss jetzt wieder zusehen. Mal gucken, wie lange ich mir eine Pause gönne. Das hängt natürlich auch mit der Qualität, mit der Angebote ab. So, Champions- und Euroleague-Finale. Olympiakos Piräus, erstmalig im Finale der Champions League, glaube schon, gegen Paris Saint-Germain. Und in der Europa League, da sehen wir SD Eibar gegen Red Bull Salzburg. Griechenland gegen Frankreich und Spanien gegen Österreich. Nicht uninteressant. So, wir gucken mal. Ja. Deswegen. Oh, wir sehen Werder Bremen. Spielt 1:1 gegen Carl Zeiss Jena. Ja, ich habe hier mal wieder keinen Computer, der mir die Anzeige, der mir die Tabellen und so gescheit zeigen kann. Und ich bekomme zumindest ein Angebot aus der zweiten Liga Holstein Kiel. Da war ich noch nicht. Bieten mir ein ordentliches Gehalt. Da ist ein Abwärtstrend, der geboten wird. Dresden möchte mich auch haben aus der dritten Liga. Die stehen auf Platz 9. Die spielen eigentlich ganz gut. Ja. Kiel hat nur einen Punkt aus den letzten 6 Spielen geholt. Da ist verständlich, dass der Trainer rausgeschmissen wird. Man will mich auch nur für diese Saison haben, also als klassischen Feuerwehrmann. Das kann klappen, das kann auch nicht klappen. Das Saisonziel ist guter Fußball. Ich sage ehrliche Arbeit. Verhandeln hier mal ein bisschen. 3 Jahre ist schon okay. Ausstieg bei Angebot brauche ich nicht. Lassen die hier mit sich reden. Ich habe gelernt, dass ich mal ein bisschen verhandeln muss. Mittelfeldplatz, jetzt steigern sie das Saisonziel. Ehrliche Arbeit, ehrliche Arbeit. So, sie haben ja alle meine Forderungen erfüllt. Sie wollen mich haben, ne, außer die Laufzeit. Jetzt habe ich auch für die nächste Saison Vertrauen. Das ging dann doch schneller. Er legt großen Wert auf Taktik, das ist gut, denn bisher hatten wir keine Meisterspieler. Nur kämpfen genügt halt nicht. Und da haben wir direkt wieder einen Job, auch im Norden. Wir müssen gar nicht weit umziehen von Kiel, von Bremen nach Kiel. Transfers sind mir jetzt gerade mal egal. Und ja, der Vertrag gilt nicht nur für diese Saison, sondern auch für die kommende. Also bin ich dann doch nicht nur ein Feuerwehrmann. Aber wir müssen hier um den Klassenerhalt kämpfen. Jetzt habe ich, kann ich... Das war natürlich auch, nein, das ist jetzt nicht meine Hauptmotivation gewesen, hier einen ordentlichen Blick auf die Tabelle haben zu wollen. Das Angebot aus Kiel, das passte einfach. Kiel ist ein Absteiger aus der Bundesliga, die jetzt hier akut auch abstiegsbedroht sind. Haben nur einen Punkt Vorsprung vor Paderborn, 5 Punkte Vorsprung vor Bremen. Jetzt muss ich es den Bremern ja jetzt hier selber versauen als Konkurrenz. Das Image, wie gesagt, eines Wissenschaftlers. Ja, die Sandra... Er hat sich auch mal direkt ein Fischbrötchen geholt und wir ja, können dann ohne große Übergangszeit hier weitermachen. Ich verpflichte mal, wir gucken uns erstmal die finanzielle Lage an, aber über 40 Millionen auf dem Konto, das ist ja unglaublich, aber wie gesagt, wir kommen aus der Bundesliga. Da nehme ich jetzt einfach mal hier den Kopf der Tabelle, 220.000 Euro Enrico Maaßen, jeweils die Nummer 1 hier, René Adler, 64 Jahre alt. So, die stehen uns jeweils zur Verfügung. Die Fans werden betreut im maximalen Ausmaß. Die Fans sind nämlich frustriert. Denen muss man mal was Gutes tun. So, wir müssen die Frische mehr im Auge behalten. Hier muss jetzt auch erstmal hart die Kondition trainiert werden. Ich muss die Leute kennenlernen. Gucken wir uns mal an. Wir haben 4 Torhüter, einen Libero, 3 im Verteidiger, Linksverteidiger.
gucke erstmal die Stärksten. Wir haben einen Spieler mit Stärke 12. Nur Stirre. Erstmal die Verletzten. Zum Glück nur einer. Stuntchef. Gucken, ob ich hier irgendwen kenne. Hey, sieht nicht so aus. Wie sind wir? Welcher im Sturm haben, sind wir? Haben wir genug? OMs haben wir genug? Sonst hätten wir auch mich nochmal. DMs, RMs, RV. Nur ein LV, der aber überragend ist. Ja, Transfers können wir sowieso nicht mehr tätigen. Ich führe mal Einzelgespräche, um die Leute kennenzulernen. Wie gesagt, der Abstieg muss unbedingt verhindert werden. Auch wenn ich da mit den Bremern in die Suppe spucken muss. Aber die hätten mich ja auch behalten können. So. Wir trainieren hart die Kondition und führen Einzelgespräche, um hier kurz vor Schluss der Saison. Wir haben noch 4 Spiele. Ein Punkt Vorsprung vor dem SC Paderborn. So, der Co-Trainer soll mir hier mal was vorschlagen. Der ist auch neu. Der baut mir hier so einen Turm von Babel zusammen. Und das sieht so kurios aus. Das probieren wir jetzt auch einfach mal. So. Kuriose Aufstellung. Fünferkette. Spielen gegen Hoffenheim. Hoffenheim steht auf Platz. Also wir haben jetzt nur einen Spieltag. Ja, es hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, Arbeitslosengeld anzumelden. Nur einen einzigen Spieltag. Passiv verfolgt. Jetzt sind wir hier aktiv direkt wieder dabei. Hoffenheim steht auf Platz 9 im Niemandsland. Da geht es eigentlich in beide Richtungen. Ja. Gar nicht, geht eigentlich gar nichts mehr, weder nach oben noch nach unten. So, wir spielen jetzt mal normal. Ganz normale Leute hier. Holzbein hier. So, Pressing. Abseitsfalle. Alles mal hier im Mittelfeld. Langsamer Spielaufbau. So. Also heute brauche ich Männer. Keine Typen, die durch Rumrotzen und feiges Sackhalten beim Freistoß auffallen. Spieler fragen sich, was diese Ansprache sollte. Ja, bei Hoffenheim wurde auch keines der letzten 6 Spiele gewonnen. Da gab es ständig Unentschieden. 14.600 Zuschauer. Günther Jauch tippt 5:2 auf Hoffenheim. Das wollen wir doch nicht sehen. Warum ist das jetzt hier? Achso, hat sich angestellt. So. Direkt sind wir hier mit Brisanz dabei. Eckball Andersen schlägt den Ball extrem scharf. Milonen faustet das wieder weg. Ja. Keine weiteren Ausreden. Jetzt hier direkt bei Kiel. Den Klassenerhalt eintüten. Das wäre doch auch mal ein Erfolg. Direkt wieder ein Erfolgserlebnis nach dieser bitteren Entlassung. Wir müssen den Schlüssel finden, wie man eine gute Hinrunde haben kann. Die 3 letzten Rückrunden waren gut. Die eine hat zum Aufstieg geführt. Die eine war jetzt auch, ja, ich denke, jetzt wird sie wahrscheinlich nicht mehr zum Klassenerhalt führen, weil ich das jetzt ja mit Kiel den Bremern wegnehme quasi. Aber vielleicht können wir beide den Klassenerhalt feiern. In meiner ersten Spielzeit in Bremen war die Hinrunde auch ganz gut. So, das hier ist eine sehr langweilige Partie für die neutralen Zuschauer. Gelbe Karte für Kolberg. Freistoß für Kiel, für uns. Ich muss mich jetzt auch erstmal an die ganzen Namen gewöhnen. Andersen läuft an, jagt den Ball in die Mauer. Nachschuss, Andersen am Tor vorbei. Kopfball bei Andersen und Barry mit André. Barry setzt sich durch, befördert den Ball ins zentrale Mittelfeld. Insu hat viel Platz, marschiert nach vorn, bringt den Ball nach einem Stolperer unter Kontrolle, spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Stiller will den Ball von dem Strafraum spielen, sein Pass ist viel zu durchsichtig. Indirekter Freistoß von der rechten Seite für uns. Torentfernung 19 Meter, Andersen läuft an, flankt auf den langen Pfosten, viel läuft hier nur über Standards, schöne Flanke, alle schlafen, es gibt Abstoß. Gelbe Karte für Andersen, aber nicht unseren, sondern den der Hoffenheimer. So, Elmo Hamadi. Der wird jetzt hier mal ausgewechselt. Schluser kommt rein, ein feiner Techniker. Habe ich mir sagen lassen, habe ich ja auch beim Training schon beobachten können. Jetzt Hoffenheim mit dem Eckball. Undav schlägt den Ball auf den kurzen Pfosten. Plovic kann den Ball mit dem Kopf verlängern. Zu weit, da kommt keiner mehr dran. Das hier so ein typischer Schulz, eine langweilige Partie. So, der Pröhl spielt nicht sonderlich gut. Wuitens kommt für ihn rein in die Fünferkette. Auch mal hier eine neue Formation, aber die sieht, wie gesagt, schon so schön aus. Solange das alles symmetrisch ist, ist mir das ja recht. So, Plovi Andersen auf Stiller. Ndur, unser stärkster Mann rein nominell. Andersen wird von Kolberg angegriffen.
Dur drischt das Leder hoch vor das Tor. Dur und Moll. Plovi klärt Berghoff zur Ecke, wie gesagt. Hier geht eigentlich fast alles nur über die ruhende Bälle. Andersen schlägt den Ball stumpf vor das Tor und Martinez klärt souverän. So, wir wollen nochmal wechseln. Ich bringe mal Raschel für Niguez. Und da ist das 1-0. Tobias Bahre nach Vorlage. Marc Raschel, 6. Saison, das erste Tor unter meiner Regie. Schluser hat einen Wadenkrampf, muss behandelt werden. Aber wir können nicht nochmal wechseln. Eckball jetzt nochmal für Hoffenheim. Nichts, nicht nur den Ausgleich kassieren. Bremen liegt übrigens hinten. Das tut mir natürlich für die auch leid. Der Ball geht ans Außennetz. Die Bremer sind mir jetzt natürlich... Ich möchte da keine Sympathie-Rangliste führen, aber neben den Unterharingern, die Bremer sind mir jetzt natürlich am meisten auch ans Herz gewachsen, da wo man die Erfolge feiern konnte. Wir gewinnen in Kiel, in Hoffenheim mit Kiel. 1-0, 0-1, wie man will. Zahlen fast 50.000 Euro Prämie. Bara, der Torschütze, der beste Spieler, Schiedsrichter Schlager war eigentlich der beste Mann. Spiel bekommt die Note 5 schwach und wir rücken dem Klassenerhalt ein großes Stück näher. Und Werder Bremen hingegen ist jetzt fast abgestiegen. Die haben nämlich ohne mich auch wieder verloren gegen Aue. Hannover verliert 0-1 gegen den HSV. Münster verliert 0-1 gegen Cottbus. Nürnberg gewinnt 2-0 gegen Freiburg. Bremen verliert 1-2 gegen Aue. Und Haching gewinnt 1-0 gegen Paderborn. Ist alles gut für uns. Chemnitz gewinnt 2-0 gegen Braunschweig. Eintracht Frankfurt gewinnt 4-3 gegen Jena. Hoffenheim verliert 0-1 gegen uns. Kaiserslautern verliert 2-4 gegen Ingolstadt. Damit sehen wir mit jeweils 58 Punkten vorne Eintracht Frankfurt und SC Freiburg. Dahinter mit jeweils 54 Punkten Münster und Braunschweig. Dahinter Kaiserslautern und Aue. So, wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung vor Paderborn, 6 Punkte Vorsprung vor Hamburg, 8 Punkte Vorsprung vor Bremen. Chemnitz ist abgestiegen in der Torschützenliste und Scoreliste. In der Scoreliste haben wir Blanchard mit 17 Scorerpunkten auf Platz 16. In der Elf des Tages Johann Webster. Johann mit Y auch mal schön. Tobias Bahre ebenso. So, wir waren im bestbesuchten Stadion. Insuar bekommt ein persönliches Gespräch. El Mohammadi bekommt auch ein persönliches Gespräch. Andersson ebenso. So, englische Woche. Wir spielen gegen den Tabellenführer. Dieses Spiel bekommen Sie noch zu sehen. Danach gibt es im nächsten Part das Saisonfinale mit den letzten beiden Spielen. Das ist jetzt in dieser Saison halt mal so formatiert. Der Saisonverlauf unberechenbar. So, das ist eine englische Woche, deswegen müsste ich mal ein bisschen rotieren. Stancher fällt noch 3 Wochen aus. Alves Moraes noch 3 Spiele rot gesperrt. Wuitens beginnt jetzt mal für Pröhl. Schluser hat nicht wirklich viel Kondition, der wechselt auch übrigens. So, ich stelle jetzt hier mal auf Raschel für Niguez. Ja, unsere erste Elf ist schon deutlich stärker als die zweite. So, spielen wir dann mal. Ansage, spare ich mir ausverkauftes Stadion, doch kleiner als ich es in Erinnerung hatte. Das Holstein-Stadion, nur 10.000 Zuschauer. Holpriger Platzzustand. Frankfurt hat keines der letzten 6 Spiele verloren. Die wollen den Aufstieg eintüten. Auch oben alles umkämpft, wie wir gerade gesehen haben. Franz Beckenbauer tippt 4-2 auf uns. Wir wollen den Klassenerhalt eintüten. Eckball für Frankfurt von rechts. McGregor schlägt den Ball auf den langen Pfosten. Stiel fängt den Ball sicher ab. Dann kassieren wir das erste Gegentor unter meiner Regie. Sorry. Ja, ich esse hier noch mein Mittagessen auf der Bank. Das muss heute Morgen schnell gehen. Sorry für das klirrende Geschirr. Hier ist Cinnamon gegen El Mohammadi. Herzog. Keiner weiß, wen er da gesehen hat. Eckball für uns von rechts. Andersen schlägt den Ball auf den langen Pfosten. McGregor köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Steinkötter nimmt den Ball mit, stürmt auf den rechten Flügel. Passt flach zur Strafraumgrenze zurück. Condé nimmt den Ball mit, schießt sofort. Stiller blockt den Ball erfolgreich ab. Gut, mal wieder kein Spiel für Ästheten. 0-0, keine wirkliche Torchance auf beiden Seiten, aber gegen den Tabellenführer können wir uns damit zufrieden zeigen. Hier ein Punkt wäre schon okay, aber hier ist natürlich auch ein Dreier drin. Bayreuther ist nicht in der Lage, den Ball vernünftig zu stoppen. Niguez kommt für Raschel in dieser englischen Woche. Wechseln die sich gegenseitig ab. Wuitens sieht gelb. Deswegen kommt jetzt hier Pröhl für Wuitens. Der hat schon gelb. Auch die wechseln sich ab. Eckball für Frankfurt von rechts.
Bremen. Bei Bremen gegen Paderborn steht es 1:1. Das könnte dann schon der Klassenerhalt sein, wenn wir hier punkten. Stiel pflückt den Ball runter mit Stiel und Stiel. So, ich bringe mal Sari für Blanchard. Elfmeter für Eintracht Frankfurt. In der 78. Minute McGregor. Drei Schritte Anlauf, Flachschuss aufs rechte Eck. Stiel geht in die falsche Ecke und der Ball ist drin. Das ist das erste Gegentor unter meiner Regie. Wechseln können wir nicht mehr. Wir stellen auf Brechstange um, erhöhen den Einsatz und verlieren gegen den Tabellenführer mit 0:1. Die erste Niederlage, aber naja, gegen die Frankfurter ist im Moment kein Gras gewachsen. So, wir verlieren. Der Schiedsrichter war mal wieder der beste Mann. McGregor der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 6. Lausig. Und das ist nicht der Klassenerhalt. Damit wird klar, wir haben verloren. Denn, Paderborn und Bremen trennen sich 1:1. Cottbus spielt 2:2 gegen Hannover. Jena gewinnt 3:2 gegen Unterhaching. Braunschweig verliert 0:2 gegen Hoffenheim. Aue gewinnt 2:1 gegen Nürnberg. Freiburg verliert 1:2 gegen Münster. Ingolstadt gewinnt 2:0 gegen Chemnitz. Kiel, wir verlieren 0:1 gegen Eintracht Frankfurt. Und der HSV verliert 0:3 gegen Kaiserslautern. Damit hat Eintracht Frankfurt den Aufstieg sicher. Die können in Kiel feiern. Ich kann dir noch einen Tipp geben. Frank, aber wird mir das wieder falsch ausgelegt. Ich halte lieber den Mund. So, Frankfurt ist aufgestiegen. Freiburg, Münster, Kaiserslautern, Braunschweig und Aue streiten sich noch um die anderen beiden Plätze. Wir haben 3 Punkte Vorsprung vor Paderborn, 3 Punkte Rückstand auf Hannover. Wir haben 6 Punkte Vorsprung auf Hamburg. Und Werder Bremen ist leider abgestiegen. Das tut mir natürlich sehr leid, da ich das natürlich zum Großteil mit zu verantworten habe. Aber die Bremer sind kürzlich ja gerade erst aus der dritten Liga zurückgekommen. Die werden das auch wieder schaffen. Für meinen anderen Ex-Club Unterhaching, da sieht es gut aus. Die stehen auf Platz 8. Grundsolide, die können nicht mehr absteigen. In der 11. des Tages niemand von uns. Doyle wechselt von Chemnitz nach Cagliari Calcio. Mörs von Tottenham nach Ingolstadt. Ja, und im nächsten Part sehen Sie das Saisonfinale. Wir spielen auch noch gegen Bremen ausgerechnet. Ja, gut, für die ist jetzt nicht mehr so große Brisanz, aber natürlich insofern Brisanz, dass die mich jetzt auch in die zweite Liga schießen können. Das ist natürlich auch deren Ziel ist. Ja, die Jungs kennen wir hier alle noch. Auch hier schöne Formation. Wir blicken mal in die anderen Ligen. Viktoria Köln, fast aufgestiegen, auch noch nicht ganz, 63 Punkte dahinter. Bochum mit 59 Punkten, das freut mich auch, dass sie wieder wie Phoenix aus der Asche kommen hier. Uerdingen auf Platz 3, Reden auf Platz 4. Die streiten sich um den Aufstieg. Im Abstiegskampf sehen wir Aachen und der HSV 2 sind bereits abgestiegen. Meppen und Wolfsburg auch auf den Abstiegsplätzen, die streiten sich noch mit Oldenburg, Dortmund 2, Berliner AK und Magdeburg. In der Regionalliga Süd, da sehen wir, Greuther Fürth hat den Wiederaufstieg sicher. VfB Stuttgart auch auf dem Weg zurück in die zweite Liga. Da würde ich mich auch über ein Wiedersehen freuen. Die streiten sich noch mit Elversberg. Augsburg 2 ist auch noch dazwischen auf den Abstiegsplätzen. Buchbach 1860, Ulm und Groß-Asbach. Ulm und Groß-Asbach sind bereits abgestiegen. Buchbach und 1860 streiten sich noch mit dem FK Pirmasens. In der ersten Liga, da sehen wir Wolfsburg, deutscher Meister, dahinter Dortmund, Bayern München, Schalke, Köln und Gladbach. Auf den Abstiegsplätzen Augsburg, Regensburg und Wien Wiesbaden. Wien Wiesbaden ist bereits abgestiegen. Für Regensburg nur noch ganz theoretische Chancen bei 6 Punkten Rückstand. Augsburg auf Platz 16, 1 Punkt Rückstand auf Würzburg. Bielefeld auch noch akut gefährdet. Im nächsten Part sehen Sie das Saisonfinale. Und wenn wir den Klassenerhalt schaffen, dann gibt es Fischbrötchen für alle. Wir sehen uns. Ciao.